Diakon Richard Braun ist auf dem Weg zu seinem Fahrgast. Tatjana Lobbes wohnt seit einem Jahr in Riem, hat es aus eigener Kraft aber noch nicht in den Riemer Park geschafft. Die Rikscha soll helfen. Dann hat der liebe Pfarrer Braun mich gefragt, ob ich da Lust zu hätte. Und ich bin ihm durchs Telefon fast um den Hals gesprungen. Er hat es aber ausgehalten. Und ja, und da bin ich. Und jetzt wünsche ich mir im Riemer Park, dass ich so ein paar Sachen sehe, die ich noch nicht gesehen habe. Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, sollen durch das Rikscha-Projekt Raus ins Leben des Pfarrverbands Vier Heilige in Trudering-Riem wieder mehr an die frische Luft und raus ins Grüne kommen. Ein bisschen wie die Königin von England wird Frau Lobbes durch den Park chauffiert. Das Fazit fällt eindeutig aus. Fantastisch. Wirklich wunderschön. Auf dem Berg oben, man konnte die Berge sehen im Hintergrund. Ganze Silhouette und dann natürlich ganz Riem, halb München, also es war fantastisch. Nur der arme Pfarrer Braun hat mir leid getan. Immer die Kurven, nein, das Rauf und Runter war ja so schlimm, hat er gesagt, aber die Kurven immer, das war schon anstrengend für ihn. Es macht einen Riesenspaß, wenn man da zu zweit unterwegs ist mit der Rikscha. Die Rikscha ist einfach ein tolles Gefährt und ich weiß, dass alle Leute, die damit fahren, gefahren werden, dass sie viel Freude erfahren und die meisten Leute sind da allein zu Hause, haben wenig Unterhaltung, sehen nichts von der Natur. Hier erleben sie Natur, den See, unseren tollen Riemer Park. Wir haben Platz, frische Luft. Es ist einfach eine große Freude, die wir so miteinander teilen können. Es ist genial, kann man sagen. Diakon Braun wird auch bald den ehrenamtlichen Fahrernachwuchs ausbilden. Zwar muss man nicht rückwärts einparken, aber Fahrrad fahren können allein reicht hier nicht. Es ist kein normales Fahrrad. Also die Lenkung ist einfach schwieriger, besonders in der Kurve. Ich habe es mir angewöhnt, langsam in die Kurve zu fahren. Die Rikscha hat eine Batterie, die unterstützt beim Fahren. Das ist auch ganz wichtig. Die kann man natürlich rausnehmen, muss man immer wieder aufladen. Die ideale Fahrgeschwindigkeit für ältere Leute liegt so bei 10 bis 12 Kilometer in der Stunde. Das heißt, es ist dann für den Fahrer ein bisschen anstrengend, so langsam zu fahren, weil ja die Unterstützung da ist. Bald geht Diakon Braun in Rente. Für die Senioren will er aber weiter in die Rikscha-Pedalen treten und hofft auf viele Ehrenamtliche, die es ihm gleich tun.